Und damit noch einmal herzlich willkommen zurück zu Studio 47 Live. Den Deutschen wird ja öfters nachgesagt, dass sie faul sind, zu demonstrieren, dass es ihnen zu gut geht, man nicht mehr auf die Straße gehen muss, um sich zu empören. Demonstrationen gibt es hin und wieder mal, aber nicht so viele wie in anderen Ländern. Hier in Duisburg gibt es jeden Montag eine, die sogenannte Montagsdemonstration. Und die ist gestern 500 Jahre alt geworden. Ach. An diesem Montagabend findet in der Innenstadt zum 500. Mal die Duisburger Montagsdemonstration statt. Wie jeden Montag ist der Lifesaver-Brunnen gemeinsamer Treffpunkt für die Demonstranten. Der von Niki de Saint-Fall erschaffene Fantasievogel ist ein Teil der Duisburger Brunnenmeile und damit im Duisburger Stadtgeschehen ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Auch für die Teilnehmer der Montagsdemonstration. Pünktlich um 18 Uhr versammeln sich die Demonstranten mit ihren Plakaten und Schildern an dem Brunnen auf der kalten Temperaturen sind zahlreiche Duisburger Bürger und Bürgerinnen erschienen. Forderung der heutigen Demonstration: Weg mit Hartz IV. Ein Anliegen, das die Montagsdemonstranten immer wieder beschäftigt. Aber auch zu kommunalpolitischen Ereignissen und internationalen Entwicklungen beziehen die Duisburger in der Innenstadt Stellung. Am offenen Mikrofon sind die Demonstranten dazu eingeladen, sich miteinander auszutauschen und gegenseitig zur Diskussion anzuregen. Seit 2004 setzt sich Sigi Renz für die Montagsdemonstration ein. Er koordiniert und moderiert die wöchentliche Veranstaltung. 2014 lässt der engagierte Duisburger 10 bewegte Jahre Montagsdemo Revue passieren. Ja, gerade noch hier auf dem Bildschirm beim Beitrag zu sehen, sitzt da jetzt bei mir auf der Couch. Herzlich willkommen, Herr Sigi Renz. Ja, guten Abend. 10 Jahre Montagsdemo, Sie sind von Anfang an dabei gewesen. Ja. Wie hat sich das 500. Mal gestern angefühlt für Sie? Also es war ein schönes Erlebnis. Wir haben auch einen Sekt ausgegeben und haben angestoßen darauf auf 500 Mal Montagsdemonstration. Wir haben auch einige Storys so aus der Vergangenheit gebracht. Ne? Es war auf jeden Fall ein sehr ermutigendes Erlebnis, muss man sagen. Wie hat sich die Montagsdemo denn entwickelt? Warum wurde sie eingeführt? Ja, es war ja damals 2004 oder 2003 mit der Agenda 2010 von Schröder, die da beschlossen wurde, wo dann praktisch die Sozialgesetzgebung grundlegend umgeändert wurde mit Einführung Hartz IV, Arbeitslosengeld II wurde gestrichen. Und die Folge davon war ja dann, das war damals schon absehbar, eine ziemliche Verarmung, eine ziemliche Veränderung im Arbeitsleben auch durch Einführung der Leiharbeit, durch Einführung des Niedriglohnsektors und so weiter. Und wir haben das sehr früh damals erkannt und haben da praktisch schon 2003, 2004 angefangen. Und dann war die Idee, ist entstanden aus Ostdeutschland eigentlich, aus diesen Montagsdemonstrationen, die eine Initialzündung gab und dann bundesweit eine Montagsdemonstrationsbewegung entstanden ist. Und das ist heute immer noch notwendig, weil wir eigentlich die Zustände nicht noch haben, sondern noch schlimmer haben wie damals. Das muss man wirklich sagen. Wie viele Leute kommen denn da jedes Mal? Ja, das ist unterschiedlich. Also wir sind im Winter, wenn es richtig kalt ist und vielleicht noch regnet und schneit, dann sind es ja nur 30 oder 40. Vor 2 Wochen waren wir 450 Leute. Es kommt auf das Thema sehr stark an, ne? wie sich das entwickelt. Wir haben inzwischen auch andere Themen, nicht nur Hartz IV, sondern wir sind zum Beispiel Umweltthema. Wir haben Fukushima damals eine Demonstration organisiert, da waren 500 Menschen dabei, wo dieser Unfall war für die Stopp der Atomtransporte und Atom-AKWs. Dann sind es auch wieder weniger. Ne? Unser Grundthema ist Hartz IV, weil das nach wie vor eben in der Gesellschaft eine ganz schlimme Entwicklung ist, wo wir auch die Menschen unterstützen wollen, die auch betroffen sind davon und auch die in den Betrieben davon betroffen sind. Ne? Für wie wichtig halten Sie es denn, das auch in das Herz der Stadt zu bringen, dieses Thema? Also ich denke schon, dass es richtig ist, dass man das auch in der Königstraße, wo ja jetzt nicht wahrscheinlich hauptsächlich Hartz IV Menschen jetzt zum Einkaufen gehen, dass man es da anspricht, weil es berührt die ganze Gesellschaft. Die Gesellschaft hat sich verändert durch diese Gesetzgebung und zwar unserer Ansicht nach negativ in den Einkommen, aber auch man merkt es an den Hartz-IV-Beziehern, die Leute ziehen sich zurück, sie resignieren, sie sind eingeschüchtert und so weiter. Und das soll auch denen helfen, Mut zu fassen und auch eine bestimmte Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ne?
10 Jahre, da hat sich wahrscheinlich auch die Kommunikation, wie es sich verbreitet, geändert. 400 Leute letztes Mal, wie erreicht man diese Menschen? Also da ging es um diese Verfolgten im Nordirak. Das ist über Facebook zustande gekommen. Es war einfach eine Mitteilung in Facebook und hat sich dann über verschiedene Organisationen verbreitet. Wir sind inzwischen auch auf Facebook von der Montagsdemo. Wir haben eine Homepage, montagsdemo-duisburg.de, wo man also auch alle Informationen kriegt. Da hat man auch Zugriff auf, gerade als Hartz-IV-Bezieher, auf Tipps und Anregungen, neueste Gesetzgebung und so weiter. Ne? Und wir wollen auf Twitter, haben wir uns zwar angemeldet, aber das läuft noch nicht so. Aber ist für die Jugend natürlich auch wichtig. Ne? Wie generieren Sie dann Ihre Themen auch auf Zuruf, sage ich mal? Jemand sagt, da würde ich gerne mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf lenken? Ja, also es sind hauptsächlich Themen, die aus den Beteiligten kommen, ne, und die sich natürlich auch ergeben. Jetzt Hartz-IV-Themen, neue Entwicklungen, aber dann auch aktuelle politische Entwicklungen. Wir haben diese Roma-Auseinandersetzung in Rheinhausen thematisiert. Ne. Wie gesagt, Fukushima, diese Sachen, also diese Themen kommen dann sehr schnell aktuell rein. Und das wollen wir auch ein bisschen erweitern, weil wir denken schon, dass vor allem die Frage der Umwelt ein Thema ist, was zukünftig an Bedeutung gewinnen wird, was die Menschen auch trennt und wo man auch mehr Kraft für investieren muss. Die Themen werden ja, auch wenn es Hartz IV irgendwann nicht mehr geben sollte, werden die Themen ja trotzdem immer noch da sein. Also wird es auch die Montagsdemo noch ein bisschen länger geben? Also ich denke schon, dass es Gründe genug gibt, die Montagsdemo weiterzuführen, auf jeden Fall. Also was bei Hartz IV anbetrifft, sind Verschärfungen geplant, es sind diese Sanktionspolitik, Sanktionsmoratorium, es sind 1 Million Menschen, die da sanktioniert werden jedes Jahr. Also da sind Verschärfungen absehbar, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, aber es gibt sicherlich andere Themen, was jetzt diese Umweltentwicklung anbetrifft, ne? Oder auch die Flüchtlingspolitik und so, die dann kommen wird. Ne? Herr Renz, gut, dass es Sie gibt. Ich hoffe, Sie wird es auch noch weiterhin geben und Sie verschaffen sich ein Ohr für die Themen. Danke, dass Sie heute hier waren. Danke Ihnen recht herzlich, weil das ist nicht selbstverständlich, dass wir in die Medien kommen. Das ist auch ein Problem. Gerne, heute Danke. Haben Sie es geschafft. Okay. So, und für Sie, liebe Zuschauer, gibt es jetzt unsere Studio 47 News. Danach geht es weiter mit der Ruhr-Triennale.